In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du eine Audiodatei auf deinem iPad speichern und in einer bestimmten App weiterverwenden kannst. In diesem Fall iMovie oder GarageBand. Zunächst einmal starten wir Safari und hier gehen wir auf die Seite auditorix.de. Das ist eine sehr hilfreiche Plattform für Audioprojekte im Unterricht und gerade auf der Startseite ein bisschen weiter unten findest du einerseits Geräusche, aber eben auch Musik, die du gratis herunterladen und weiterverwenden kannst. Hier wird es noch sortiert nach Art der Musik. Ich wähle mal etwas Schnelles, Fröhliches. Man kann es immer gleich anhören. Und dann eben herunterladen. Ich werde gefragt, willst du das laden? Ich bestätige mit Ja. Und hier siehst du, wurde der Download aktiviert. Hier kann ich das auch anzeigen lassen, diesen Track One. Der liegt jetzt in der App Dateien im Ordner Downloads. Das kann je nach iPad oder nach Einstellung variieren. In meinem Fall ist es jetzt nicht in der iCloud, sondern hier im Ordner auf meinem iPad und dann wiederum unter Downloads. Hier ist also diese Audiodatei und wenn ich jetzt beispielsweise zu iMovie gehe, hier habe ich schon ein Filmprojekt, das allerdings noch keine Tonspur hat und über das Plus werden die Medien aufgerufen und ich tippe hier jetzt aber auf Audio und hier wiederum auf meine Musik und da ganz unten habe ich Dateien. Hier finde ich wieder meinen Downloads-Ordner, allenfalls muss ich mich da in der Ordnerstruktur nochmals zurückbewegen. Downloads, Soundtrack und schon wird dieser Clip nach unten gelegt und ich kann ihn da frei noch anpassen in der Länge, in der Lautstärke und so weiter. Für die Bearbeitung der Lautstärke lohnt es sich, wenn du da die Waveform einzeigst, da siehst du den Lautstärkeverlauf. Genauso funktioniert es bei GarageBand. Auch hier habe ich schon eine Tonspur vorbereitet und ich mache hier eine neue. Das kommt nicht so drauf an, wähle ich gleich mal Audio Recorder und gehe aber gleich wieder zurück zur Anzeige der Spuren. Hier tippe ich auf die Loops, da werden mir alle bereits in GarageBand integrierten Sounddateien angezeigt und über Dateien habe ich Zugriff auf alle Dateien, die ich persönlich dazugenommen habe, beispielsweise über Downloads. Da könnte ich mich auch in der Ordnerhierarchie wieder herumbewegen, aber in diesem Fall packe ich diesen Sound und ziehe ihn einfach in diese Tonspur und schon ist er drin. Auch hier wieder kann ich da die Datei noch kürzen, anpassen in der Lautstärke und so weiter. Ja, und damit hast du einfach zwei Beispiele gesehen. Du kannst sie in beliebigen anderen Programmen, beispielsweise dem Book Creator, ebenfalls nutzen, indem du auf diese Dateien-App zugreifst.